Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Hi, Longfellow. In der letzten Folge sind wir hier an diesen... Ich weiß, was das darstellt, aber mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Ich ne Kirmes oder irgendwie sowas. Aber egal. Wir wollen immer noch hierhin, haben es von hierhin bis hierhin geschafft. Geil. Gut. Gehen wir mal endlich dahin. Weil, warum nicht? Warum tue ich jetzt nochmal speichern? Wurde schon gerade automatisch gespeichert, ich weiß. Also eine Person, wenn ich die Chance habe, würde ich eigentlich jede Sekunde speichern. Na gut, was haben wir denn hier schon wieder? Noch ein Zwischenhalt. Zwischenstopp. Da ist doch bestimmt nicht. Ach, ich habe gar keine Nacht, es war Tag. Ah. Briny ist kühler und angebunden. Ja, jetzt kriege ich nur 53 Erfahrungspunkte. Nachts kriege ich 57. Hallo? Hi! Was gefällt hier? Ich rede mit dir. Oh. In sie macht sich erfahren. Das war was zum Teufel? Nö. Wo ist er? Alter, ist das Ding massiv. Schießt da wieder irgend so ein giftiges Zeug wahrscheinlich auf mich, ne? Ja, wenn er mich wie an dieser eine Szene aus Jurassic Park wo Tyrannosaurus den vom Klo gerissen hat. Alter, wie viele? Ach, Schlüpflinge sind das alles. Boah, ich wollte schon sagen, ja, der haut hier irgendwie ab, also habe ich nichts dagegen. Ich muss nicht gegen den kämpfen, sehe ich doch jetzt gar nicht ein. Wir kommen jetzt gleich wieder auf mich los, ne? Ja. Wenn ich abhauen würde, ne? Wäre noch ein bisschen besser. Also. Ja, ich glaube nicht. Was zum? Dann krebst der Wohnwagen als... Wie wurde ich denn jetzt da schon wieder getroffen? Ihr sagt, ein Krebs, der einen verdammten Wohnwagen als Panzer hat? Was? Warte mal, echt? Wie geil ist das denn? Ey, warte mal. Vielleicht sollte ich. Habe ich noch gespeichert, bevor ich den Ort erkundet habe? Warte. Oh geil, warte mal. Dann tue ich den Typen mal nicht abschießen. Vielleicht, der war schon irgendwie so in der Gegend, irgendwie am Rumlaufen. Wo war das Ding jetzt da, ne? Warte mal. Ich will mal nicht abschießen. Vielleicht läuft er ja irgendwie in den Wohnwagen rein oder irgendwie sowas, falls einer stand. Deswegen ist er auch irgendwo dahin gerannt, wahrscheinlich. Warte mal. Das muss ich sehen. Aber da ist der Wohnwagen. Oder auch nicht, verdammt. Oh Mann. Der hält das sogar nach Hause, ich krieg die Krise. Oh Mann, der hat zwei Mini-Atome ausgehalten. Gibt's doch jetzt nicht. Alter, war der krass. Oh, jetzt ist der auch noch am Leben. Wie konntest du bitte schön... Jetzt macht der mich hier fertig. Ehrlich?
so einen riesen Wohnwagenkrebs erledigen. Da kommt der und jetzt hier nicht von so einem blöden Ding in der Tür gesagt. Echt? Von den Bären hält es aber nicht viel aus. Fehlt irgendwie nicht. Oh! Voll ist auch noch am Leben, echt? Natürlich. Kann ich jetzt nicht erreichen, weil der blöde Auto da im Weg ist, oder wie? Alter. Sehr gut. Irgendwie sind die Bosskämpfe ja wirklich für den nur weil ich den Mini-Atombombenwerfer benutze. Hallo? Ich war schon von legendären Viechern hier auf die Fresse. Muss ich jetzt nicht nur von denen hier die ganze Zeit. Oder? Zu dir. Einmal, wenn ich das vorab, ne? Ich kann gar nicht mehr explodieren, glaube ich. Da mache ich so wenig Schaden, oder treffe ich denn nicht? Ich treffe dich nicht. Schießt du denn? Mike, okay. Da ja. So, das war schon wieder ja. Ich spiele auf schwer, sehr schwer. Ich will das Überleben sagen, aber da war ja was. Also ja, ich muss auf diese Dinger zurückgreifen. Ich habe nur noch 16, ja. Ich kann noch 16 Bosse one-shotten. Ich glaube, der Punkt, wo ist diese blöde Leiche jetzt? Aber der Punkt kommt jetzt sowieso irgendwann immer näher, indem ich das im Notfall einsetzen muss, weil ich bald keine Steampacks mehr habe. So, da war der irgendwo. Wow, wo ist denn der? Da war ein legendärer, der hat doch bestimmt irgendwas. Wow, finde ich den nicht. Sei jetzt nicht. Alter, wo ist der? Kann nicht so weit weg sein. War da irgendwo? Ist doch irgendwo hier sein. Ah, da nicht. Irgendwas Geiles dabei hat, ne? Impact, danke. Die brauchen das eh nicht mehr. Was du Wohnwagen-Typ-Dingen. Okay. Gut. Wenn man bestimmt auch hier anschließen können, wer explodiert, keine Ahnung. Normalerweise, wenn man gegen solche Boss kämpft, ist immer irgendwie so was, was einen noch helfen kann, den zu erledigen. In der Regel. Ah, nee, nicht Aluminium, kann ich da geben, noch nichts. So, lass mich mal kurz pennen. Bis 16, nee, 18 Uhr war das, ne? Ja, aber es war 6 Uhr, genau. Also falsch gerechnet. Bah. So. Irgendein Erfahrungsbonus und also, ne? So. Mehr Dingens.
Ja, ihr könnt mich mal. Ich muss sogar gegen einen Wohnwagen kämpfen. Ein Wohnwagen. Denkt, eure Probleme interessieren mich jetzt? Aber ich dachte, er würde da reinrennen direkt. Er ist irgendwie so da hingerannt. So voll energisch. Also dachte ich, kommt irgendwie so eine Szene und so. Und der wird gefressen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Angegriffen wenigstens. Oh nee. Wieder Night Vision. Langsam aber sicher kommen wir unserem Ziel näher. Langsam. Sehr langsam. Wollte ich nicht schon vor 4 Parts irgendwie dahin gehen? Giftiger Angler. Oh. Denkst du? Alter, wie machen die das andauernd? Und der macht schon wieder so viel Schaden. Der hat auch Gift. Oh Gott, nee. Tschüss. Lass mich. Wieso komme ich da nicht durch? Ich muss rennen. Ganz schnell rennen, da ist direkt der nächste. Da ist Feuer, das ist ein gutes Zeichen. Da ist irgendwas, gehen wir da hin. Rennen da. Diese Anglerfischviecher können bestimmt nicht schwimmen, ne? Na. So, sind schon weg. Sehr gut. Dann sind halt schon wieder. Ja, da muss ich jetzt mal einen taktischen Rückzug unternehmen. Ja, schon wieder irgendwas. Mine, Fallensteller. Und nur eine Person. Ja, die erwische ich nicht. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Ich habe ein bisschen Fleisch mitgenommen wegen der Mission. Sind nur 30. Was? Meeresbewohner greifen mich nicht so schnell an. Hab ich die Captain's Mischung getrunken habe oder was? Da ist eine Spitamine. Du Blöder. Kannst du dich eigentlich so treffen? Schnell speichern. Warum sind die schon? Die schon? Ich weiß es nicht. In der Helm nehmen wir auch mal mit. Stachelhalsband, ja. Neues für Dogmeat, wenn ich wiederkomme. Keine Mine, Gott. Ein Meister verschlossener Safe, wenn da jetzt nichts Obergeiles drin ist. Cool. Nein, ist es nicht. Gott, verdammt. Was hat denn? Also. Was zum Kochen. Lass den weg, bitte. Erste Hilfe, das klingt schon mal sehr gut. Ist ja nicht immer so. Ne, Verbandskasten oder so, ne? Weiß ich nicht. Spielen nur seit 250 Parts bald. Und ja, schon vor einer Woche oder so habe ich gemerkt, dass dieses Let's Play mein längstes Projekt ist. Hat somit Tales of Xillia
mit 231 Parts überholt. Was doch schon eine Weile her ist, also ja. Sehr gut. Da wird locker noch irgendwie 100 Parts hier, nehme ich an. Ich alles gemacht habe. Und kommen ja immer noch DLCs raus, also lange wird das schon nicht. Abgesetzt, sag ich mal. Hi, na? Was ist das? Das gibt's alles nicht. Ah, du hast jetzt so ein komisches Ding. Also nehme ich mal an, du bist vergiftet. Du hast jetzt so ein Netz. Ich glaube, da bringt es irgendwie nicht so und ich bin gleich tot. Ha. Buff out. Heilen den ich auch ein ganz kleines bisschen. So, Dylan Notiz. Hi Dylan. Mera, ich habe die Sachen, aber diese Fallensteller schnüffeln rum und ich lasse mich auf keinen Kampf ein, wenn ich allein bin. Ich habe den Kram in einen alten Grab verbuddelt. Du weißt, welches ich meine. Bring eine Schaufel mit. Okay, brauche ich eine Schaufel? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich echt eine Schaufel. So, kann ich Stimpaks herstellen? Besser, sich seinen Kram selber zu bauen, als andere dafür zu bezahlen. Genau. Dings Medizin, ne? Ja. Aber habe ich nicht. Antiseptikum. Blutpaket. Gleich, wo ich Antiseptikum herbekomme. Noch was halbwegs schweres, verschlossenes. Da wird noch was Geiles drin wäre, ne? Ah. Ich mit diesem Schloss hier mehr Probleme habe als mit dem meisterhaften Schloss. Ja. Und wir irgendwie mehr Sachen drin sind. Irgendwas stimmt doch ja nicht. Irgendwas um Waffen zu verbessern. Waffenwerkbank. Tatsächlich. Was? Was? Nein, hier raus da. Ah, geh weg. Hier brennt's. Ah, ich brenn. Was zum? Hey. Alter. So, ich kann aber nichts da machen. Ich kann den Schaden wohl neu erhöhen. Kleber, Schraube, Zahnrad. Na, habe ich alles zu Hause, glaube ich. Kleber, Schraube, Zahnrad. Schon mal Kleber. Habe ich ein Zahnrad? Warte mal. Wo brauche ich? Kann ich das sogar kriegen hier? Kleber 8, Schraube 6, Zahnrad 7. Also 6, 7 Dinger. Nehmen wir mal mit. Ja, ist klar. Der Verstellbarer, der hat nur Zahnräder, ne? Aber da ist Antiseptikum. Und da ist eine Schaufel. Mitnehmen. Kleber, Schraube, Zahnrad. Nee, ich tue das jetzt hier nicht. Ich wollte jetzt extra ja irgend so ein Zeug zusammen suchen. War, weiß ich nicht. Ich nehme mal die Schaufel mit, weiß ich nicht. Warum habe ich denn so viel auf einmal wieder? Warum sie kann alles nicht so schwer sein? Die Schaufel, ne? Ich habe bestimmt so viel. Natürlich, wo habe ich denn das schon wieder? Ja, ich glaube gar nicht. Wer braucht denn Waffen in einem postapokalyptischen Ödland? Ist überhaupt ein Ort irgendwo? Nö. Super. Also ich darf noch mal extra einen Weg hier irgendwie gehen. Da ist eine Mine gewesen, habe ich gesehen. Da ist auch eine Mine.
Warte nur ab, bis ich irgendwann mal den Sprengstoff-Skill ja ein bisschen hochlevel, um mehr Sprengstoffschaden anzurichten. Dann geht's ab. Na gut. Ja, dann beende ich den eben Part und weiß ich nicht. Wir mal kurz nach Hause gehen, den Ripper aufballern, ein paar Sachen wieder einlagern und so weiter und so fort. Vielleicht sogar ein bisschen Geld für Steampacks ausgeben. Ah, Stück. Mal schauen. Jedenfalls bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.